Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, nicht Tutorial, aber verblüffende Bugs-Video, was auch immer. Und da befinde ich mich hier auf meiner Testwelt. Und ja, ich möchte hier, ihr seht vielleicht, ich bin da im Moment dabei, eine kleine Bodenbeleuchtung, Wandbeleuchtung bzw. zu bauen. Eigentlich nach dem System vom Minecraft-Experten.de, also vom Tim halt. Das ist eigentlich das Original. Schauen wir mal, Sound ist okay, ja. So soll es eigentlich sein. Das heißt quasi, wenn hier dann der Boden ist, covern wir mal das kurz ab. Dann ist halt jetzt Close Down und jetzt ist es halt dunkel. Und ich wollte halt das nicht am Boden, sondern in der Wand haben. Ursprüngliche Idee war hier. So sollte das sein und wenn ich dann auf den Knopf drücke, sollte es eben anders sein. Und es gibt ein paar kleine Probleme, Bugs, wie auch immer. Und zwar, wenn ich das Ganze nämlich jetzt anders mache. Mal kurz so. Es ist eigentlich hier völlig sinnlos alles. So, so. Dann müsste es jetzt nämlich funktionieren. Genau, ihr seht. In die eine Richtung geht's, in die andere Richtung nicht. Und ja, keine Ahnung wieso. Dann habe ich mal hier das gleiche nochmal probiert und zwar einfach nur ein bisschen simpler und nicht so in der Wand. Hier ist es eigentlich ganz genau das gleiche. In eine Richtung funktioniert's und in die andere Richtung funktioniert's nicht mehr. Also, können wir mal kurz schauen. Close down weg. Dann haben wir da jetzt einfach mal Netherrack rein. Scheiß drauf. Gerade irritiert. So. So, so, so. Da nicht. Zack, 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 zack. Und entweder geht's so rum. Ne, dann geht's andersrum. Das heißt, wenn ich den da wieder wegmache. Und den dahin tue. Dann geht's. Aber andersrum wiederum nicht. Keine Ahnung wieso. Hier habe ich dann noch sowas ähnliches gebaut. Hier hat es dann nämlich, da habe ich es nach diesem Prinzip gebaut. Und hier funktioniert es eigentlich. Ist eigentlich ganz simpel. Funktioniert wie drüben. Das geht auch. Das Problem ist nur, ich muss diese beiden Blöcke hier haben. Dann wollte ich mal schauen, wie das von vorne hier aussieht. Dann habe ich mir diesen Button hier gemacht. Und das Lustige ist, wenn ich diesen Button benutze, geht's nicht. Warum auch immer, Leute. Denn das ist zuerst was über normalen Redstone angeschlossen. Da habe ich mir gedacht, vielleicht berührt es irgendwas. Nix. Es liegt auch nichts drüber, normalerweise. Der Button ist ganz unten, kann auch nichts berühren. Denn das Lustige ist, ich habe, also damit geht's nicht. Aber wenn ich dann den wieder hier drücke, ja, ich möchte gerne hoch, genau. Dann geht's wieder. Und das ist einfach nur an den gleichen Punkt hier angeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wieso das nicht funktioniert. Close down. Normal. Close down. Normal. Und warum funktioniert es mir nicht, wenn ich da durchgehe? Close down. Close down. Ich habe absolut keine Ahnung. Anscheinend muss das hier irgendwas bewirken, aber na, es darf das doch gar nicht sein, oder? Close down. Close down. Und vor allem auch, wenn ich dann Repeat-Tippe verwende, das müsste doch dann auch gehen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wenn hier was drüber wäre, das könnte ich dann verstehen, weil dann würde es ja hier gepowert werden und dann dürfte es eigentlich nicht mehr funktionieren. Hm? Aber ich meine, hier ist ja nichts drüber. Die Torch ist hier und sie geht dann über diesen Block. Wir können auch mal den hier wegtun. Close down, close down. Ja, keine Ahnung, wieso hier so viel verkehrt ist. Ja, wie gesagt, leicht komisch. Ich bin jetzt noch am Überlegen, wie ich das machen will, denn ja, ich
bin in meiner Joe-Welt eben eigentlich daran versucht, eben, also, beziehungsweise ich habe im Moment eine Wand und ich möchte eben eine Beleuchtung ausfahren lassen können. Nur im Moment, also so darf es nicht sein, dass hier Blöcke davor sind. Es muss quasi kahl sein. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Vielleicht mit einem Double Piston Extender, aber naja, wir werden sehen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, naja, Problemvideo hier gefallen. Vielleicht weiß ja einer von euch, wieso das hier so komisch ist. Die Welt gibt's nicht zum Download, nichts Besonderes. Wenn ich mal wirklich was Besonderes habe, dann gibt's die Welt zum Downloaden. Aber im Moment ist ja noch alles, vor allem ist es eh falsch. Also gut, ja. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Euer Hodenkrebscreme. Tschaußen.